Bei mir zum Interview ist Professor Dr. Matthias Leschke. Er ist ärztlicher Direktor für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie im Klinikum Esslingen. Herzlich willkommen. Danke. Wir befinden uns in der Krise und Krisenzeiten sind natürlich immer große Herausforderungen, aber man kann natürlich aus solchen Krisenzeiten auch lernen und sie ein bisschen so als Chance begreifen. Was haben Sie denn aus dieser Krise gelernt? Na, zum einen bin ich dankbar, dass wir bewiesen haben, dass wir weltweit eines der besten Gesundheitssysteme haben. Ich glaube, das wurde sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und man hat bemerkt auf einmal, dass die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern höchst verbesserungswürdig ist und die ganzen virtuellen Medien sich so schnell in deutschen Krankenhäusern nicht realisieren lassen. Ansonsten haben wir natürlich als Kardiologe große Befürchtungen um unsere Patienten gehabt, denn wir hatten das Phänomen, dass wir fast 14 Tage lang keinen einzigen Herzinfarktpatienten hatten. Die Neurologen haben Ähnliches bei ihren Schlaganfallpatienten beobachtet. Das heißt, viele Patienten sind aus Angst vor einer Infektion mit einem Covid-Virus nicht in die Klinik gegangen. Ja, das hat uns natürlich sehr beunruhigt und das ist ein Phänomen, was in der ganzen Republik festgestellt wurde. Ja, was hat das vielleicht jetzt auch für Folgen für die? Da gibt es eine sehr interessante Publikation aus der Norditalien. Da hat man fast um 50% weniger Infarktpatienten beobachtet, aber die Patienten, die mit einem Herzinfarkt kamen, die waren weitaus schwerwiegender betroffen und hatten eine weitaus höhere Sterblichkeit. Das heißt, die Patienten sind einfach zu spät gekommen und das ist sehr entscheidend. Bei unseren Therapiemaßnahmen beim akuten Herzinfarkt versuchen wir, die Durchblutung des Herzmuskels wieder herzustellen mit Kathetertechniken. Und wenn die Patienten zu spät kommen, dann fallen die Herzinfarkte natürlich deutlich größer aus und die Komplikationen sind natürlich weitaus höher. Ja, es hatte ja sicher auch Folgen für die Kliniken, oder? Dass alles darauf eingestellt war, dass jetzt viele Covid-19-Patienten kommen. Die kamen dann aber zum Glück, kann man sagen, nicht. Ich denke mal, das hat auch Folgen für die Kliniken gehabt, oder? Das hat erhebliche Folgen für die Kliniken gehabt. Wir mussten ja auf ministeriellen Anlass sozusagen unsere ambulanten und stationären elektiven Aufnahmen mehr oder weniger für eine Pause von 2,5 Monaten abbestellen. Das hat dazu geführt, dass wir teilweise nur 50% Belegung hatten, was natürlich deutliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Die 560 Euro, die uns der Minister Spahn anbietet, pro leeres Bett, pro Tag, sind natürlich in keiner Weise geeignet, dieses Defizit aufzufangen, weil Kliniken, die sozusagen einen hohen Case-Mix-Index haben, das heißt anspruchsvolle Interventionen vornehmen, die haben eher wirtschaftlich einen Schaden davon, weil das nur ein Durchschnittswert ist, der sozusagen umgerechnet auf alle Häuser in der Bundesrepublik bezogen ist. Universitäre Krankenhäuser sind eher noch schlechter dran. Mhm. Und wir haben natürlich unser Personal zum Teil in die Behandlung der Covid-Patienten verlagert. Das hat dazu geführt, dass in anderen Bereichen weniger Personal vorhanden war. Teilweise hätten wir, wie gesagt, die Mitarbeiter auch nach Hause schicken können. Das war eine sehr schwierige Zeit und nicht immer sehr befriedigend für die Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das waren jetzt die wirtschaftlichen Folgen auch der Corona-Krise. Schauen wir mal auf die gesundheitlichen. Wir haben auch jetzt gesehen in den letzten Wochen, dass Patienten, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Probleme haben, natürlich ein sehr hohes Risiko besitzen, an Covid-19 zu erkranken. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht in den letzten Wochen, Monaten? Also wir sind ja dankbar, dass wir, obwohl hier der Bereich Esslingen-Landkreis ein Hotspot war, weil viele Skifahrer offenbar die Covid-Infektion hier in die Region getragen haben, haben wir nicht so viel Schwerkranke erlebt. Es waren, und nach der Statistik sind es auch überwiegend Männer. Männer haben höheres Risiko. Es sind vor allen Dingen auch übergewichtige Patienten, die ein deutlich höheres Risiko haben. Das Alter ist entscheidend. Ab 65 kommt es zu einer deutlichen Risikozunahme. Mhm. Aber wie Sie sagen, insbesondere Patienten mit einer vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinsuffizienzpatienten,
haben einen deutlich schlechteren Outcome und ein höheres Risiko im Fall einer Covid-Erkrankung. Wir hatten uns auch Gedanken gemacht, wie unter Umständen Herzinfarktpatienten mit Covid-Infektionen möglicherweise sich präsentieren würden. Ja. Also man hat ja aufgrund der Szenarien, die wir in Italien und teilweise Straßburg und Frankreich gesehen haben, große Bedenken, dass plötzlich die Intensivstationen mit älteren Patienten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen überflutet werden. Aber Gott sei Dank ist das ja ausgeblieben. Es war auch bewiesen, dass Gerinnungshemmer da helfen. Und jeder fünfte Patient, der hat jetzt eine Lungenembolie auch entwickelt mit Covid-19. Kann man das irgendwie, diese Entwicklung, labormäßig voraussehen und da eben auch dem entgegenwirken? Also Patienten haben in der Regel mit einer Covid-Erkrankung eine typische Laborkonstellation. Niedrige Lymphozytenzahlen. Sie haben zum Teil deutlich erhöhte D-Dimere. Das ist Ausdruck einer erhöhten Gerinnungsaktivität, weil es im Zuge dieser Erkrankung zu einer Mikrozirkulationsstörung, zu einer Endothelaktivierung, und dadurch werden also in den Gefäßen kleinere Klotz, Gerinnseln gebildet. Und es gibt eine ganz interessante Publikation, höchst aktuell aus den USA, dass Patienten, die unter einer entsprechenden Blutverdünnung gestellt waren, einen besseren Outcome haben bei einer schweren Infektion mit Covid-Viren. Also insofern ist sozusagen das Multiorganversagen, was im Endstadium auftritt, meist Ausdruck einer massiven Mikrozirkulationsstörung, einer vermehrten Herzbelastung, aber natürlich auch einer deutlichen Störung der Sauerstoffaufnahme durch schwere Infektionen der Lunge. Und die Erfahrung zeigt einfach, der frühzeitige Einsatz von Gerinnungshemmern, es werden auch nach wie vor Studien dazu vorgenommen, bei Patienten mit schweren Covid-Komplikationen, deutet einfach darauf hin, dass diese Patienten einfach ein günstigeres Überleben haben, wenn sie frühzeitig unter einer solchen blutverdünnenden Therapie stehen. Covid-19-Patienten neigen auch zu thrombotischen Komplikationen. Wie kommt es denn zu diesen Gerinnungsstörungen im Gefäß? Was sind da die Voraussetzungen, zumal es ja nicht bei allen Infizierten der Fall ist? Ja, das kommt zu einer Aktivierung des Endothels, und dadurch werden Gerinnungsprozesse, Mikrothromben gebildet, und die führen dann natürlich zum Verklotten der Gefäßstrombahn und können auf diese Weise Organkomplikationen bis hin, das hat man beobachtet, also schwerwiegende Lungenembolien. Ja, die Patienten wiesen zum Teil ausgeprägte intravasale Tromben im Bereich der Gefäße auf, und das ist eher sozusagen im Stadium eines fortgeschrittenen Erkrankung zu finden. Mhm. Sie haben es eben schon kurz erwähnt, aber vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, welche Konsequenzen hat das für Diagnostik und Therapie? Naja, man muss frühzeitig daran denken, wo ist ja das Heimtückische dieser Erkrankung, dass ein Großteil der Patienten mehr oder weniger einen asymptomatischen Verlauf aufweisen. Aber aus diesem asymptomatischen Verlauf kann unter Umständen doch Organkomplikationen, insbesondere bei vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auftreten. Es ist aber andererseits jetzt nicht bewiesen, dass ich sozusagen aus Sorge vor einer Corona-Infektion als asymptomatischer Patient jetzt blutgerinnungshemmende Substanzen einnehmen sollte. Also das, denke ich, ist dann übers Ziel hinausgeschossen. Okay. Als Covid-19-Patient sollte ich mir aber wahrscheinlich auch Sorgen um mein Herz machen. Wie wird denn das Herz angegriffen? Ja, das Herz wird über verschiedene Mechanismen angegriffen. Zum einen über Mikrozirkulationsstörung, dann offenbar einen direkten myokardialen Befall durch den Virus. Das sehen wir, dass wir im Labor Veränderungen messen wie beim akuten Herzinfarkt. Also Biomarker wie das Troponin oder das Brain Natrium Peptide. Das sind Biomarker, die auf Herzbelastungen
beziehungsweise auf Durchblutungsstörung des Herzmuskels deuten. Die sind bei Covid-Patienten mit kardialen Komplikationen erhöht und deuten dann auch oft nicht nur auf einen schwerwiegenden Verlauf hin, sondern diese Patienten haben leider auch eine deutlich eingeschränkte Prognose. Okay, vielen Dank. Über die Hälfte der Patienten oder der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation sind unter 65. Man sagt ja eigentlich, dass auch viele Ältere immer betroffen sind. Das stimmt aber dann anscheinend gar nicht, oder? Das stimmt leider nicht. Wir haben leider tragische Verläufe beobachten müssen von Jüngeren, also ganz fitten, jungen Erwachsenen, die regelmäßig Sport getrieben haben und regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen sind und die schwere Verläufe entwickelt haben. Also die Aussage ist nicht korrekt zu sagen, eigentlich nur die Älteren und nur diejenigen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronische Lungenerkrankung oder eine Adipositas oder ein Diabetes aufweisen, sind gefährdet. Es trifft auch ganz unvermittelt also junge, wirklich in jeder Hinsicht gesunde Individuen, die möglicherweise infolge einer hohen Viruslast diese schwerwiegenden Verläufe entwickeln können. Okay, interessant. Vielen Dank. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich ein negatives Testergebnis auf Covid-19 habe und trotzdem das Coronavirus habe. Was passiert dann? Ja, der Test ist leider nicht zuverlässig. Der hat nur eine prädiktive Wertigkeit von etwa 80%. Und wir müssen damit rechnen, dass Patienten, die Symptome haben, also Zeichen eines bronchialen Infektes, Fieber, Luftnot, und typisches Symptom, Eintrittspforte ist Nase, dass sie Geruchs- und Geschmacksveränderungen angeben, dass diese Patienten trotzdem infiziert sind, möglicherweise mit solchen klinischen Symptomen. Und man ist deswegen vielerorts dazu übergegangen, von vornherein eine CT-Untersuchung der Lunge vorzunehmen, weil man anhand der charakteristischen Veränderungen der Lunge sehr zuverlässig die Diagnose stellen kann. Eine maschinelle Beatmung, die ist offenbar auch problematisch. Was können Sie uns dazu erzählen? Naja, eine maschinelle Beatmung ist immer problematisch, weil dadurch Patienten einem höheren bakteriellen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Und das ist oft bei viralen Erkrankungen so, dass nach einer gewissen Zeit infolge auch der Schädigung des Endothels, also der Innenhäute der Bronchien, also der Atemwege, unter Umständen eine bakterielle Besiedelung und eine schwere bakterielle Lungenentzündung auftreten kann. Und jede Beatmungssituation ist mit einer vermehrten Herzbelastung einhergehend, weil eine Beatmung unter Umständen die rechte Herzkammer vermehrt beansprucht. Und Beatmungen können natürlich auch zu Organversagungen führen, zu kritischen Krankheitsbildern. Ja. Also eine Beatmungssituation ist immer mit einem erhöhten Risiko verbunden. Es kann auch infolge eines zu geringen Sauerstoffkonzentrationen zu kritischen Organversorgungen, insbesondere auch des Gehirns, auftreten. Ja. Deswegen haben wir ja auch Therapiemaßnahmen der extrakorporalen Zirkulation, indem wir Sauerstoff zuführen und Kohlensäure entziehen können, wenn es zu einem Lungenversagen kommt. Und die Patienten sterben ja im Endeffekt an den Folgen eines Lungenversagens. Trotzdem, wenn man sich jetzt unser Interview anhört und auch Ihre Antworten, dann wird einem schon bewusst, welche Auswirkungen das Virus einfach hat. Trotzdem wird von vielen ja immer noch das Risiko heruntergespielt und Verschwörungstheorien da in die Welt gesetzt. Wie erklären Sie sich das, dass es da so ein bisschen zu einer Realitätsentfremdung kommt bei manchen Menschen? Naja, also wenn man ganz ehrlich ist, ist ja die große Welle ausgeblieben. Und die Diskussion um eine zweite oder dritte Welle, die hat natürlich auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Aussagen vieler Virologen, aber auch der Politiker dazu geführt, dass die Bevölkerung total verängstigt worden ist. Und ich empfinde
ist eigentlich jetzt an der Zeit, dass man vielleicht doch dieses Risiko etwas realistischer einstufen sollte. Dieses Risiko ist nicht so hoch. Wir müssen ja berücksichtigen, dass wir die Sterblichkeit einer Erkrankung immer auf die Erkrankten beziehen, beziehungsweise auf die Betroffenen. Und da viele dieser Patienten oder Betroffenen asymptomatisch sind, ist wahrscheinlich die Infektionsrate um den Faktor 10 oder 20 höher. Die Folge ist, dass wir eine, wenn man das dann berücksichtigt, und dafür gibt es eigentlich nur aus Heinsberg-Daten, dass wir wahrscheinlich eine Mortalität von im Bereich von 0,3 bis 0,5% nur haben. Das heißt, die Mortalität ist eigentlich geringer als in Grippezeiten. Und wir haben in schweren Grippemonaten und Jahren haben wir viele Patienten verloren, ja? Zum Teil über 20.000 Patienten. Denken Sie, die gefürchtete spanische Grippe, die haben Millionen dahin gerafft. Also das ist ein Phänomen, das zum Teil etwas irrational ist. Das hängt möglicherweise mit den vielen Unbekannten dieser Erkrankung zusammen. Diese schwer einschätzbare Risiken, die Sorge, dass man betroffen ist, ohne es merkt und dann plötzlich vielleicht doch einen schwerwiegenden Verlauf entwickelt, aber auch die widersprüchlichen Aussagen sogenannter Experten. Und dass das natürlich zur Folge hat, dass Verschwörungstheorien und Fantasien entstehen, die das Ganze noch irrationaler machen, ist die Folge. Und ich meine, man sieht es ja jetzt in den USA, man sieht es in Frankreich. Das führt jetzt zu regelrechten Eruptionen in der Bevölkerung, die plötzlich als im Grunde genommen Konsequenz dieser doch Quarantäne über 2 Monate auf einmal also wirklich auf die Straße gehen und es zu diesen Randalen kommt. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, was denken Sie, wie geht's weiter? Ja, spannende Frage. Ganz schwierig einzuschätzen. Ich denke, wir müssen mit Corona leben. Es wird ein Grundrauschen geben. Deswegen finde ich es von der Politik unverantwortlich, dass nach wie vor die Bevölkerung derartig verängstigt ist. Das sieht man, wenn sie auf der Straße laufen. Man begegnet Individuen, die einem plötzlich aus dem Weg laufen vor Angst. Ja. Das ist alles also schon irrational, aber es ist weltweit dieses Phänomen. Die Hoffnung, dass wir vielleicht Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff haben, ist groß. Aber ich glaube persönlich nicht, dass wir davon ausgehen können, dass dieser Impfstoff hundertprozentig vor Corona schützt. Wir müssen uns das wahrscheinlich vorstellen, dass über immunologischen Antigendrift und Wechsel von Antigenen unterschiedliche Coronaviren auftreten können, dass unter Umständen jedes Jahr eine unterschiedliche Konstellation besteht, sodass ein sozusagen Impfschutz nicht hundertprozentig ist. Und Sie wissen, wie schlecht die Durchseuchung, die Impfrate bei Influenza ist. Ja, wir wissen, das ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit älterer Patienten zu reduzieren. Und trotzdem machen es viele nicht. Mhm. Wir wissen, dass eine Masernimpfung das wirksamste überhaupt ist. Und wir haben eine Impfrate nur von bald 90% und dadurch werden wir keinen kompletten Schutz erreichen. Das heißt, das Ganze macht nur Sinn, wenn wirklich die Bevölkerung bereit ist, sich im großen Umfang dann auch impfen zu lassen. Das wird spannend, weil viele nicht davon überzeugt sind. Mit Impfen möglicherweise mit auch irrationalen Ängsten, wie erhöhte Risiko einer Tumorerkrankung verbunden ist, sodass ich eher davon ausgehe, dass wir einfach realistisch in den nächsten Jahren, so wie wir Influenza-Monate haben, mit Corona leben müssen. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Matthias Leschke. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Gerne.